In diesem Video lernen Sie die Ideenfindung mit der Methode One-Two-For-All kennen. Bei der Methode One-Two-For-All werden Ideen entwickelt und Vorschläge generiert. Der Vorteil bei dieser Methode ist, dass auch bei großen Gruppen die Teilnehmer aktiv eingebunden werden. Gestartet wird mit einer Frage oder Problemstellung. Der Moderator stellt diese. Nun macht sich jeder für sich alleine Gedanken zu dieser Frage bzw. Problemstellung. Das wäre das One im One, Two for All. Dafür hat jeder Teilnehmer eine definierte Zeit zur Verfügung, in welcher er zum Beispiel auf Klebezetteln seine Gedanken aufschreibt. Wir kommen nun zum Two im One, Two for All. Nun finden sich Pärchen, die sich ihre Ideen gegenseitig vorstellen, verfeinern und ergänzen. Zum Four im One, Two, For, All. Die Ideen aus den zwei Gruppen werden in vier Gruppen verdichtet. Und zum All, zum Abschluss stellst du als Moderator die folgende Frage. Welche Idee fand eure Gruppe besonders bemerkenswert? Jede Vierergruppe stellt nun allen ihre konsolidierte Idee vor. Hier noch die Zusammenfassung.